Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei 19 auf der Karte von Thüringen, Version 3.1. Ich bin jetzt dabei und räume meine Seemaschinen weg. Die habe ich ja nun hier fahren lassen. Das Sägewerk läuft mir auch schon, die ersten Paletten werden produziert. Und dann wollte ich mir eigentlich noch einen Anhänger kaufen für Palettentransport. Nur fürs Sägewerk. So klein, handliegen, ne, so eine Möglichkeit Autolot. Oh, der war nett, ne? Dann haben wir noch Platz für ein weiteres Fahrzeug, ne, oder zwei sogar. Da wird sich was finden auch, denke ich mal. Irgendwann. Ich habe ja noch einen Grubber auf einem Hof stehen. Dort könnte ich auch mir vorstellen, hier auch hinzufahren. Ne? Flug weniger. Dann werde ich mal einen Traktor hinschicken, und zwar den schnellen. Obwohl der gut, der andere ist ja auch hergefahren. Der ist ja gedrosselt. Den habe ich auf 70 km/h gedrosselt. Audreif. Sonst hat das nichts, ne? Hof 3. Ich könnte aber auch theoretisch zum Sägewerk fahren. Wieder Leitung anher holen. Das könnte ich machen. Ja, hier gehen die Rüben rein und Kartoffeln. Habe ich aktuell nicht geplant. Und hier sollen die Mähdrescher rein. Entweder jetzt oder meine Ernte mal sehen, wenn ich Zeit habe. Ja, hier passen gut locker die drei rein. Plus Nummer 4. Hier ist noch eine Halle. Hier ist aber eher Lager. Aber hier kommt man, passt hier Futter rein. Das ist die gleiche Halle wie drüben, ne? Dann würde hier mit Futter reinpassen. Dann könnte man das im Bedarf. Genau. Das geht. Das sehe ich gerade so, dass die Halle passt. Das geht dann auch Futter rein. Denn den Fendt, dann können wir den zum Hof schicken. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ein Kurs hier ist, aber dann würde er uns meckern, ne? Denn der Gruppe soll auch noch hierher. Können wir auch mal bei Gelegenheit machen, ne? Ist ja nicht unbedingt sofort notwendig, aber ich möchte halt die Ordnung schaffen, ne? Dass die irgendwo geparkt sind, ne? So. Dieser hier wollte ich Gülle an sich fahren. Da können wir hier mit Futterbeschlagen herfahren und das Futter herbringen. Ne? Das reicht ja aus. Für die paar Bullen, die wir haben hier. Ich glaube 30 waren es gewesen. Ja, den Anhänger. Gut. Hätte ich auch dann entsprechend zum Hof zurückfahren lassen können. Komme ich hier rum? Jupp. Das ist jetzt mit ungünstig, na gut. Ob es da einen kleinen LKW gibt? Mal schauen. Dann schicke ich den mal zum Hof 3. Aber ja. Foto um die Ecke, ne? Ich
bisschen eng gebaut, ne? Ob diesen Hof auch echt gibt, ich weiß es nicht. Die Region ist jedenfalls vorhanden. So. Lass ihn mal fahren. Und ich schau mal hier beim Shop, ob wir da was finden. Und zwar geht es darum, wir haben verschiedene Anhänger. Den habe ich. Aber der ist mir zu persönlich zu eng zum Reinfahren. Ja, das ist der hier mit dem Deichsel, aber ist ziemlich groß. So ein kleiner wäre auch Blödsinn, ne? Da fährst du auch doof und dämlich. Da müssen wir den blauen nehmen normalerweise. Der passt auf jeden Fall. Und den blauen Anhänger, den wir haben. So. Mischfutter wollen wir so nicht herstellen. Mal gucken, mal ganz kurz. Gespeichert. Hier ist das Pferdegras. Das könnte ich machen. Kurse einfahren. Da können wir das Auto für nehmen. Geht ja darum, dass wir das Silo einfahren. Zum Beispiel hier war irgendwo eine BGH. Also hier ist die BGH, hier sind die Silos. Da kann ich Silo frei machen, muss ich eh frei machen. Ist ja alles nichts, ne? Schneidwerk müsste man irgendwo hinstellen, wo es nicht stören würde, ne? Also hier ist es beim Rand rechts vom Silo wäre eine Option, ne? Das BGH. Links ist da. Gucke. Wenn wir hinfahren, wo sie festfahren würden, wäre ungünstig. Ja, hier würden keine. Das wäre ungünstig. Und da ist auch ungünstig. Repariert? Ne. Naja, gut. Jetzt zu spät, ne? Also. Gut, das ist nie zu spät, aber deswegen zum Hof 3 fahren. Dann würde ich ihm eher bei Gelegenheit das so machen, dass ich wohl am besten hinstellen kann. Das ist halt Schneidwerk, ist ja ein bisschen ungünstig da reinzufahren. Ne? Passt ja so nicht rein. Und vorne das wahrscheinlich auch zu eng. Das ist die BGH, wenn wir so hochfahren. Kann man hier nicht viel erkennen. Da hieß der Hof wieder, ja. Na, hier geht es zum Feld. Das ist eine Futterposition, glaube ich, hier vorne. Da wollen wir nicht hin. Oh. Haben wir uns erfahren? Na, passen gerade so durch. Gut. Hier soll sogar ein Weihnachtsmarkt gehen zum Winter hin, ne? Der Seasons Spiel. Da soll sogar ein Weihnachtsmarkt gehen. Ups. Unsere Fußgänger sind ein bisschen lebensmüde. Ich fahre hier einen Crasher. So. Muss ich mal schauen, wo das abstellen werde. Eine Halle da oben. Gehört mir ja nicht. So, gucken. Schneidwerk muss ich irgendwo reinstellen, wo es gut locker hinkomme, um ihn abzuholen. Da ist gut ganz sicher. Im Grunde müsste ich den roten wegnehmen. Dann mal schauen.
der reinpasst. Hinten muss ich abkoppeln. Wenn er reinpasst mit Steinfeld, dann können wir es dran laufen. Immer viel, viel Augenmaß. Na, das wollen wir gleich probieren. Das müsste mal. Gucken. Ob man hier an der Halle ranstellen kann oder ich fahre sie hinten irgendwo hin. Da ist ja ein Silo. Mit Treppe. Wahnsinn. Dach. Ja, hier rein ist ungünstig, ne? Aber so ganz rechts, jetzt wird es passen. Da würde ich mal später mal die Gülle abfahren. Man könnte es hier rechts hinstellen, die Schaltwerke. Oder hier reinfahren. Kriegt das von dem Schneidwerk da ganz hinten, ne? Ja, schwierig, schwierig. Da wäre es ungünstig, weil ich will ja eine Halle reinfahren, ne? Der erste kann aber dahin, ne? Sich daran. Dann werden wir in eine Halle reinfahren, der ersten gleich. Auto auf. Gleich das zweite auch machen. Das funktioniert ja alles, ist schön. So. Dann können wir hier gut reinfahren und später die anderen dahinstellen. Und den halt zum Schluss, naja, jetzt zum Schluss. Wenn wir Mais machen, ist es gut, aber wenn wir jetzt das normale brauchen, ist schlecht. In der Theorie. Praktisch gesehen, naja. Dann könnte man noch hier einen zweiten hinstellen, ja. Aber ich muss mal sehen, wo die Dinger lassen. Diese hier, die. Ne? Das Gebiss für normale Getreide. Nehmen wir erst den roten. So. Ja, das Ding ist neu. Das ist ja ein Mod, ne? Also von den, man sagt schon. Milchverkauf automatisch kann man es machen. Aber ich ziehe das vor, um selber die Milch zu verkaufen. Gut, sehe gerade, der fährt nicht. Gut, Mist war dann sicherlich nicht genug da. Schneidwerk könnte ich an der Halle ranstellen, ne? Oder hier rechts. Schwierig, schwierig, ja, hier rechts ran. Ja, müsste hinpassen. Dicht daran, dann können wir zwei ranstellen, ne? Ah, so dicht daran ist gut. Ja, zu knicken Optik.
Ach so, passt das schon, ne? Hinten, du Hunde, hinten. So. Dann, ja gut, wollte ich sehen, dass ich da... Das können wir auch hier hinstellen. Weil... Das wäre echt ungünstig, ne? Wenn man da jetzt extra das... Wenn ich den nach Holland rausfahren will, steht der mir näher am Weg, ne? Wenn ich das zufrieden stellen würde. So. Nummer 2. Ich muss auch noch das andere Gebiss auch noch entsorgen, sag ich schon, wegstellen, ne? Da muss ich einen roten übernehmen. Das Maisgebiss kann ich da hinstellen, das zweite. Das passt. Und das rote stellen wir nach Möglichkeit direkt in den grünen. Kann ein bisschen laufen. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schon Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Rest. Samstag sehe ich gerade so, ne? Tschüss.